Hallo. Ah, hier erstmal. Guck, guck. Alles gut? Ja, selber. Ja, sehr gut. Bist du aufgeregt? Ja, es ist halt. Ich habe keine Luft mehr. Ich bin so aufgeregt. Was passiert hier? Ja, hier ist es nicht nur schön bunt und aufregend laut und leise, sondern wir haben ja die Möglichkeit, quasi alle Audioquellen zu verarbeiten. Über Mikros, über die Zuspieler, über Musiken und Geräusche und was das Herz begehrt und das Ohr. Genau. Hier wird meine Stimme immer noch mal hübscher gemacht. Genau, unkenntlich gemacht, verfremdet. Weil eigentlich klinge ich so. Wenn ich jetzt irgendeinen Knopf drücke, mache ich was kaputt? Nein. Kann ich jetzt irgendwas drücken? Drück mal. Okay, das. Super, siehst du, jetzt siehst du hier genau die Einstellungen von dem Mikro, was du da gerade selektiert hast. Das ist die Klangregelung, das wäre die Kompression und genau, alles, was du selektierst, hast du dann sofort hier in der Anzeige und kannst dann je nachdem sozusagen einstellen, was du da gerne verändern möchtest oder verbessern möchtest. Sehr cool. Na, jetzt weiß ich das auch. Gut, und dann gehen wir jetzt weiter. Danke. Also hier auf der Seite sitzt normalerweise jemand, der den Prompter bedient. Ich sehe schon da vorne den Peter lachen, da gehen wir nämlich gleich hin. Also hier, wie gesagt, hier ist dann der Prompter und der promptert dann manchmal ein bisschen zu schnell, manchmal ein bisschen zu langsam, manche sind sehr gut. Und mit der Zeit hört man eigentlich auf, das zu lesen, was da steht in der Kamera, sondern man pickt sich dann Wörter raus und erzählt die dann. Das ist eigentlich der beste Fall. Und jetzt gehen wir rüber zum Peter. So. Das hier ist wahrscheinlich, würde ich sagen, für mich der imposanteste Ort. In all dem, was man sieht, ist das Number One. Oh, wow. Oder? Ganz ehrlich, das ist so, wie es fühlt sich an wie das Herz. Ist es. Siehst du? Es ist das Herz. Es ist das Herz. Richtig. Genau, das ist hier schlägt, weil wenn es hier nicht schlägt, dann seht ihr auch nichts. Genau, dann ist Schwarzbild. Also auf diesen Monitoren sehen wir alle Quellen, die wir für eine Sendung benötigen. Eine Sendung wird ja zusammengebaut aus verschiedenen Beiträgen, aus verschiedenen Bildern. Mhm. Und diese einzelnen Bilder sind auf diesen einzelnen Monitoren zu sehen. Und die baut sich dann wiederum unsere Bildmischerin, die neben mir sitzt, baut sich die im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, richtig zusammen, damit wir dann pünktlich on air geben können. Super cool. Und warum braucht man so viele Monitore? Weil eine Galileo-Sendung unglaublich aufwendig aufgebaut ist, um einfach nur dem Zuschauer das Allerbeste zu bieten. Und deswegen muss man auch ganz viel sehen können. Und deswegen benötigt man so viele Monitore. Ist so. Und hier sitzen dann normalerweise, hier drüben sitzt der CVD. Ja. So, der CVD ist derjenige, der die Sendung aufbaut, der überhaupt auf die glorreiche Idee kommt, welche Beiträge zusammengepackt werden, an welchem Tag. Und sitzt dann hier und hat dann die Geschichten im Petto. Wer sitzt hier? Hier sitzt unser Grafikoperator. Der Grafikoperator sitzt da. Ja. Der kann echt total wilde Sachen machen. Also alles, was ihr im Fernsehen seht, was nicht im Studio ist, das ist dann da entstanden. Ja, Namenseinblendung, genau, Bauchbinden, genau. Man nennt die dann so schön Bauchbinde. Da ist dann unten drunter, zum Beispiel am Anfang der Sendung, seht ihr dann meistens den Namen des Moderators. Und der ist dann aufgeführt in einer Bauchbinde weiter unten. Mhm. Perfekt. Oder auch Galileo. Auch. Ne? Zum Beispiel auch das Logo, das Galileo-Logo. Sehen wir das hier irgendwo? Genau, das Galileo-Logo links unten. Das wird dann auch hingezaubert. Klar, weil das ist ja nicht im Studio. Und es babbt auch keiner an die Kamera. Verkehrt rum an die Kamera babben. Das wäre auch gut. Dann geht es weiter hier hinten. Was passiert hier so Schönes? Hier sitzen immer die Bildingenieure. Mhm. Wir achten darauf, dass das Bild schön aussieht, dass du zum Beispiel eine schöne Hautfarbe hast und dass es einfach insgesamt sehr schön aussieht. Falls da irgendwie ein bisschen zu viel Licht ist, dann achten wir darauf, dass das wieder besser gemacht wird. Und, ja. Also das ist das Herz. Jetzt habt ihr mal das Herz unserer Arbeit gesehen und ich denke, es gefällt euch, weil mir gefällt es hier sehr gut.